Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soul Mask. Ja, im heutigen Part möchte ich eigentlich gucken, dass wir vielleicht die Karte noch etwas weiter aufdecken und dass wir vielleicht endlich die Barbarenkaserne machen, wo ich ja beim ersten Mal kläglich gescheitert bin. Sollte euch also gefallen, was ihr seht, dann lasst einen Daumen nach oben da, aktiviert die kleine Glocke und drückt den Abo-Button. Jetzt habe ich es vertauscht, eigentlich war es andersrum. Ist aber völlig egal. Und wenn ihr auch Bock habt, dann joint doch gerne meinem Discord. Hier haben wir die coolste Soul Mask und Enshrouded Community ever. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobeschreibung. Also, ich will nicht viel reden. Wir starten los. Let's go. Ja Leute, und so sind wir wieder in der Base. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier noch einen kleinen Unterstand für meine Alpakas gebaut, weil ich mir dachte, die müssen ja nicht unbedingt draußen im Regen stehen. Und ja, ich glaube, ihnen gefällt's. Das Blöde ist nur, dass hier die Wassertränke nicht mehr reingepasst hat, weil es irgendwie zu uneben ist. Aber dann sehen wir es halt einfach als provisorische Lösung. Und was ist hier? Wieso ist er tot? Ach so, vielleicht weil hier eine Überbelegung drin ist. Okay, das kann natürlich sein. Wir gucken also mal auf die Karte und ich würde sehr gerne hier in den Norden gehen und dort bei dem Speer, na ich sehe nichts, wo ist er denn? Wieder den Rest der Karte freischalten. Und ich glaube, dass ich tatsächlich alleine hingehen werde, weil ich Angst habe, dass wenn ich sie mitnehme, sie alle platt macht. Und ja, dann war es ja, für den Arsch, auf gut Deutsch. Das heißt, ich reite jetzt los und wir sehen uns, wenn ich dort angekommen bin. So, also da hinten haben wir dann auch unser Lager. Ich werde jetzt mal absteigen. Alpaka, du kannst stehen bleiben. Und dann gucken wir mal. Hier steht einer. Das ist ein Barbar, den brauchen wir nicht. Wir brauchen den Speer. So. Barbar? Ja, komm her. Ach, du bist ein Bogenschütze. Okay. Na, ich will nicht, dass sie auch One-Hit ist. So, jetzt bin ich mir aber nicht sicher. Ich nehme jetzt mal kurz das Messer, weil ich glaube, das macht nicht so viel Schaden. Ja, genau. Ja, ist ja gut. Ach, fuck. Fuck off. Was soll denn das? Ach, Mann, jetzt habe ich sie aus Versehen gekillt. Mann, ist das behindert. Was soll ich machen, wenn sie gleich K.O. geht? Scheiße. Na, das hat mal wieder nicht geklappt. Super. Ach, Alpaka, wo bist denn du? Ach, da. Ey, ich will aufsteigen. Ja gut, Leute, das ist natürlich wieder richtig dumm. Jetzt weiß ich auch nicht, wo ich lang gehen soll. Und wie die Respawn-Zeit ist von denen. Wir haben hier eine Barbarenkaserne und eben die hier bei uns. Aber die ist halt zu groß. Oder wisst ihr was, wir können auch versuchen, dass wir hier hindüsen. Dann können wir nämlich den ganzen Weg am Fluss reiten. Und dann vielleicht wenigstens den Westen freischalten. Eigentlich wollte ich den Norden haben, aber gut. Man kann ja nicht immer alles haben, was man sich wünscht. Oh mein Gott, what is this? Drei Stück. Yeah, okay. Und was bewachen die da? Tja, keine Ahnung. Jetzt ist die Frage, soll ich runter? Oder nicht? Ach, ihr kennt mich ja, ich bin risikobereit. Ich gehe natürlich runter. Beziehungsweise... Habe ich noch irgendwo Pfeile? Hallo, bitte einmal hier drauf. Geht nicht. Warum? Ich schieße die jetzt mal an. Ah ja, okay, die ist ja schon gleich K.O. Dann gehe ich jetzt runter, weil... Warum nicht? So... Komm her, du großes Viech. Bist du eklig, oder was? Da ist die zweite. Na los. Oh yeah. Okay. Ja, und was ist jetzt hier? Nichts, oder wie? Habe ich das jetzt umsonst hier gemacht?
Naja, gut, umsonst ist ja nichts. Ich bin gespannt, was die uns bringen. An Lutibus. Anaconda-Haut, Bestienblut. Okay. Dann die beiden noch. Premiumfleisch. Einwandfrei. So. Kommt jetzt mein Alpaka irgendwie zu mir? Wo steht's denn eigentlich da oben? Ja gut, dann muss ich halt zu Fuß laufen. Und Alpaka kommt dann schon irgendwann. In der Zeit können wir uns einfach auch ein bisschen umschauen. Ah, sehr schön. Alpaka ist da. Wir können trotzdem gucken. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Was haben wir hier? Ah, I know. Aber da sind nur diese Wildhunde und die haben ja gar nichts drauf. Na los. So nämlich. Ja gut, was haben wir denn jetzt hier? Ah, da ist eine Kiste. Uraltes Relikt. Nehmen wir natürlich alles mit. Und sonst kann man hier ja aber eigentlich nie irgendwas machen, ne? Das heißt, wir steigen wieder auf und düsen weiter. Was ist da? Ein Babychicken. Hallo Babychicken. Heute habe ich keine Lust auf dich, deswegen kannst du da bleiben, wo du bist. Wo müssen wir denn hin? Hier. Da sind wieder Chicken. Oha, noch 1,2 Kilometer. Oh, und da unten ist ein Krokodilos. Mit dem will ich mich aber jetzt nicht anlegen. Ich muss dann auch unbedingt Zeug farmen gehen, damit ich mir besseres Zeug herstellen kann. Ich habe jetzt nämlich schon den... Alter, den Ofen freigeschaltet. Was macht denn das? Ach so, es holt sich ein Chicken und es rennt weg. Gut, gut, gut. Ja, ja. Genau, und damit ich mir bessere Sachen machen kann, weil ich den Ofen schon freigeschalten habe zum Schmelzen von Barren. Und das ist dann so das nächste Ziel. Jetzt weiß ich nicht, ob euch das interessiert, wenn ich Eisen oder Bronze abbauen gehe. Könnt mir ja mal gern in die Kommentare schreiben, ob ich euch da mitnehmen soll oder ob ich einfach alleine gehen soll. Und dann weiß ich das nämlich auch. Jetzt sind es nur noch 800 Meter. Ich bin so froh, dass ich einen Alpaka habe. Ich kann es euch gar nicht sagen. Das nächste, was wir dann brauchen, ist so ein Jaguar oder so. Und hier ist ein Camp. Da werden wir natürlich vorbeischauen. Aber erst, wenn wir diesen Eber gekillt haben. Wo war es jetzt? Naja, da. Ist da nur ein Baba? Nee, da ist noch mehr. Das ist einfach random hier. Na gut. Dann schauen wir mal, was die dabei haben. Hallo. Ich sehe nichts. Alpaka, du bist irgendwie im Weg. So. Das war's schon mit dem Spaß. Wir nehmen natürlich alles mit. Liegen lassen wird hier nichts. Und dann können wir auch noch die Kiste plündern. So. Dann auf zu unserer Markierung. Komme ich da hoch? Hm, irgendwie nicht, ne? Dann gehen wir halt außenrum, ist ja auch nicht verkehrt. Hier zum Beispiel. So, dann. Was ist jetzt schon wieder sauer auf uns? Hm. Egal, einfach weiter. Hier ist auch wieder ein Lager mit Ausgestoßenen. Da gehen wir natürlich nicht dran vorbei. Ach, das ist eine uralte Ruine. Habt ihr das gesehen? Sie springt mich einfach an und ist im Sprung kaputt. Naja gut, da kann ich ihr leider auch nicht mehr helfen. Hier ist die Kiste, die Materialtruhe.
Und wir brauchen immer noch einen Namen für unsere beiden Alpaka. Also Leute, haut die Kommentare voll mit Namensvorschlägen. Da wäre ich euch wirklich voll dankbar für. Alpaki, please let me ride you. Und dann nach da. Ja, spring halt. Kann ich denn hier runter? Ich glaube schon. Ah ja, wenn wir ganz vorsichtig gehen, geht es schon. Tschup. Seht ihr? Alles tutti. Oh, und da ist ja das Lager auch schon. Jetzt glaube ich, habe ich nur so einen... Ja, genau so einen am Arsch. So, Erfolg erzielt, bestes Fell. Nice so. So. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich für eine Waffe nehme. Ich meine, mit der Fackel kann ich auch zuschlagen. Vielleicht nehme ich dann lieber die Fackel. Oder die Faust. Ja, genau. Ich kann ja mit den Fäusten auch kämpfen. Damit ich die nicht wieder irgendwie kaputt mache. So, was ist mit dir, du Hund? Komm her. Oh, jetzt haben mich alle gesehen. Das ist blöd. Ja, okay. Geht auch. Dann gehen wir mal hierher. Komm mal du zu mir. Jawohl. Das ist der Barbar. Der kann auch weg. So, und wo ist der Speer? Hier. Ich hau ich jetzt ein paar Mal. So lange, bis ich irgendwas mit dir machen kann. Alpaka, du stresst. Vernehmbar. Informationen erhalten. Hallo. Ah, ich glaube, es hat funktioniert. Na los, ergib dich. Nicht heilen. Wieso kann ich sie nicht einschüchtern? Ja, das hast du jetzt davon. So, dann schauen wir gleich mal auf die Karte, was wir jetzt alles Neues haben. Uralte Ruine, da waren wir aber schon. Dann haben wir hier noch ein Fragezeichen und hier eine mittlere Mine, Wächter, Elite, Wachhund, Kupfererz. Was war denn hier? Zinn, genau, Zinnerz war es. Und hier haben wir, keine Ahnung, was das ist, aber ich werde es rausfinden. Da werden wir jetzt gleich mal hindüsen. Da bin ich mal gespannt. Können ja eigentlich am Ufer entlang, da ist es eigentlich schön. Ah, und hier haben wir tatsächlich jetzt auch so... Ja, Schilf heißt es, genau. Voll geil. Mann, ich liebe dieses Spiel. Oh, fängt es zu regnen an. Oh mein Gott. Was war das für ein Geräusch? I'm afraid. Ach, Nest der Bestie. Yay. Yay, wenn ich das lese, kommen Erinnerungen hoch. Alpaka, kannst du bitte einfach stehen bleiben? Mit Z. Und schauen wir mal, was das jetzt gibt. Da unten schwimmt es und da ist es. Hi. Ich meine, ich habe ja schon mal gegen so ein Kroko gekämpft, ne? Das war ja jetzt nicht ganz so schwer. Wie groß bist du eigentlich? Oh mein Gott, nein. Hey, komm, steh auf, Mädel. Hopp. Oi, da, jetzt rollt's mich durch die Gegend. Bist du deppert? Upp. Nein, nein, nein. So ist es nicht fein. Na los. Töte es. Na also. Perfekte Tötung. Was kann ich? Eine Probe von was nehmen? Kopfexemplar. Hä? Von was kann ich da eine Probe nehmen? Speichere Daten? Gespeichert, ja, keine Ahnung. Leute, war das mit der Probe jetzt irgendwie wichtig? So. Nehmen wir noch die Knochen mit.
Und dann sieht es so aus, als wäre hier nie irgendwas gewesen. Weil Packer hat brav gewartet. Wir steigen auf und gucken auf die Karte. Da waren wir. Das Einzige, wo wir jetzt eben noch nicht waren, ist hier die mittlere Mine und hier tatsächlich das, wo auch nichts dran steht. Ach nee, Quatsch. Hä? Nein, da waren wir nicht. Hier nicht und dort auch nicht. Dann decken wir erstmal das andere Fragezeichen auf. Wo ist es denn? Da oben. Kurz mal verbinden. Und dann kann es losgehen. Da ist, glaube ich, auch wieder. Was ist denn hier jetzt? Ach, eine Anaconda. Von denen habe ich genug für heute, ehrlich gesagt. Müssen also darauf. Hier waren wir ja vorher schon. Ist jetzt wieder die Frage, wie ich da hinkomme. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, das ist eine kleine Mine mit Zinnerz und eine Bestie drin. Ja, dann lasse ich doch das Alpaka mal wieder hier stehen. Waldhund. Soll das die Bestie sein, ja? Ach, was läuft denn weg? Führst du mich direkt zu deinem Anführer, oder was? Nein, nein, nein. Cool. Dann würde ich aber sagen, baue ich hier gleich ein bisschen was ab. Denn hier ist es chillig. Ja, Leute, ich habe jetzt so viel abgebaut, dass ich irgendwie so am Rande der Überlastung bin. Also es geht gerade noch. Aber mehr wieso kann ich nicht laufen und das sieht ultra witzig aus. Naja, ich hätte jetzt aber sowieso gesagt, dass ich den Part an der Stelle beende. War halt jetzt heute mehr oder weniger einfach nur ein bisschen Erkundungstrip, den wir gemacht haben. Oh, was haben wir da? Uralter Ruinendungeon. Wächterplünderer. Okay. Das habe ich tatsächlich vorher noch nicht gesehen. Und deswegen stellt sich jetzt natürlich die Frage, sollen wir im nächsten Part in diesen Dungeon gehen? Ich weiß ja nicht, was mich da erwartet. Ich würde es auf jeden Fall machen, zwecks der Gaudi halber. Also schreibt gerne in die Kommentare, ob wir es machen sollen oder nicht. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.